Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Ihr wisst, ich bin der größte Fußballhasser unter den Augen des Herrn, aber heute drücke ich natürlich unserer Mannschaft die Daumen. Muss ja sein, weil die Mannschaft von Orban darf ja nicht gewinnen. Obwohl man Sport und Politik nicht mischen sollte, bin ich trotzdem der Meinung, wir sollten uns heute alle ein Regenbogen-T-Shirt anziehen. Schwarz-Rot-Gold hat heute ein paar Farben mehr. Gut. Aber damit wir alle noch rechtzeitig vor den Fernseher kommen, gibt es heute nur ein kurzes Märchen. Und zwar der Bauer und der Teufel. Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre. Die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den Teufel einmal drangekriegt und zum Narren gehalten hat. Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als die Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Haufen feuriger Kohlen, und als er voll Verwunderung drauf zuging, saß oben auf der Glut ein kleiner schwarzer Teufel. »Du sitzt wohl auf einem Schatz«, sprach das Bäuerlein. »Jawohl«, antwortete der Teufel, »auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag gesehen hast.« »Der Schatz gehört auf meinem Feld und gehört damit auch mir«, sprach das Bäuerlein. »Er ist dein«, antwortete der Teufel, »wenn du mir 2 Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt.« »Geld habe ich genug, aber mich verlangt nach den Früchten der Erde.« Das Bäuerlein ging auf den Handel ein. »Damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht«, sprach es, »soll dir gehören, was über der Erde ist, und mir, was unter der Erde ist.« Dem Teufel gefiel das gut, aber das listige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen. Er fand aber nichts als die gelben, welken Blätter. Das Bäuerlein ganz vergnügt grub seine Rüben aus. »Diesmal hast du den Vorteil gehabt«, sprach der Teufel, »aber für das nächste Mal soll das nicht gelten. Dein ist, was über der Erde wächst, und mein, was darunter ist.« »Mir auch recht«, antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht wurde reif, das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht. »So muss man die Füchse prellen«, sprach das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz. Tja, so kann's funktionieren. Man muss den Feind immer mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und heute Abend, juhu, schlagen wir Ungarn. Das haben wir in den 50er Jahren ja, glaube ich, schon mal geschafft, oder? Also, auf geht's, liebe Leute. Fußball gucken. Und ich? Ich gucke ein Video auf Amazon Prime. Ich wünsche euch eine gute Nacht.